Moin moin, liebe Freunde. Montag. Wir waren schon bei Onkel Dietje zum Saubermachen. Dann waren wir im dänischen Bettenhaus. Da habe ich für Oma eine Tagesdecke gekauft für ihr Bett und mir so ein paar kleine Angebotssachen. Jetzt gehen wir Gassi und dann gehen wir zu fünft zum Tierarzt. Odin und Muffin müssen nachgeimpft werden. Eigentlich ja nach 3 Wochen, jetzt sind es 4 Wochen, damit die Impfungen alle regulär sind. Und Lilly auch komplett Impfung. Und eigentlich chippen. Und da sagte die zu Sven, wieso chippen? Das ist eigentlich so, wenn Katzen sterilisiert oder kastriert werden, dann wird das eigentlich gleich mitgemacht, weil Katzen mögen nicht gechippt werden. Keine Ahnung. Odin hat ja seine Frisbee von der Ostsee zerfetzt. Die eine hat er ja wegschwimmen lassen wie Wilson. Jetzt haben wir ihn eine gekauft und zwar von Kong. Gestern habe ich ja noch nachts, also was heißt nachts, abends, weiß ich nicht wie spät, 7, war ich mit Sven Gassi und lege mich aber voll lang. Oh, 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 sagt Sven. Oh, 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 oh. Ich bin ich mit meinem linken Fuß links. Auf so einem, links, ja, hier so. Ja. Oder war das rechts? Nee, rechts, da war der Turnschuh so dreckig. Links wird er in mich reingefallen. Ja, ich bin von Sven weggefallen. Die Hunde sind gleich reißaus. Dahin gesunken. Dahin gesunken. Und dann niederknien. Und dann habe ich Knie, dann wird es nach vorne. Und ich wollte mich ja bei dir einhaken. Wir haben ja noch alles versucht. Wir haben noch alles versucht. Na, jedenfalls ist er glücklich, er hat jetzt eine neue Kong. Eine Nummer größer, das ist zwar L, aber der schleppt ja auch Mammutbäume. Also ist für den die Frisbee auch gut. Ja, hier, ne? Nee, siehst du, mal schauen, was er jetzt macht. Nee. Wo ist die Frisbee? Die holt er denn nicht, ne? Nee. Warum machst du denn das? Aber hat nicht drauf gekackt, ne? Komm her. Hier dann. Okay. Hier. Odin. Nein. Hier ist eine. La Luna war da eben noch. Und Cooper. Na, Muffy. Na, Schnörkel. Na. Gib ab! Odin!
Sieh, dass er seine dicke rote Lippen hat. Aus. Aus. Na, aus. Sag mal. Mach aus. Nein. Hey. Aus, hab ich gesagt. Aus. Aus. Mein Handgelenk tut gleich weh. Aus, hab ich gesagt. Ja, dann braucht er aber auch nicht gleich bellen. Und jetzt habe ich auch noch die Schranke zugemacht. Alter Taus. Komm hier. Bär. Er gibt dir her. Nee. Wasserbüffelmuffin. Die heilige Kuh aus Rahlstedt. Ja. Ey! Da war auch eben wieder Back oder Bad. Er kommt schon mit der Nase in der Tasche. Aber den darf ich was geben, das hat das Härchen erlaubt. So, jetzt kommen wir hier der Sturzstelle näher. Muss hier irgendwo gewesen sein. Da war ein Stein. Irgendwie. Ich glaube hier, der Stein war das hier, ne? Ja. Ja, da bin ich dann so komplett einmal so runter und dann habe ich hier irgendwie gelegen. Im Dunkeln. Oh, 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 oh. Der ist niedlich, der Schleichfuß, ne? Der Schleichfußhund. Ja. Finde ich auch gut, wenn er dann nicht mehr so kann. Mit diesem Bügel oben, weißt du? So Treppen oder so. Hatte ich auch schon mal überlegt, den beiden nochmal ein neues Geschirr dann zu holen. Ja, ja, vorbei war er. Oder war das der? Der war das, ja. Der war das, ja. Hier, so bin ich so rauf und dann so. Ja, dann hier im Nassen habe ich dann gelegen. Und Alex, oh, bist du hingefallen? Wann haben wir den Termin? 5. Finnef. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Ich dachte, da kommt was angaloppiert. Oh, aber Mami, Hilfe. Die Blätter noch mit abgesiebelt.
willst du denn hin? Oh Gott, voll die krasse Hunde mitgenommen. Odin! Odin! Er hört und sieht nichts mehr. Die hat er. Nee. Kommt schnell runter. Ja. Das ist das Blaue, ne? Das ist nicht mehr. Ja, eben. Das ist das Blaue, ne? Das ist nicht mehr. Ja, eben. Verbrennen doch viele ihre Gartenabfälle jetzt, ne? Ja. Angefangen von drei. Da ist noch einer weg. Was hin? Da hinten. Was ist das? Doch, dieser andere, dieser Aufnehmer. Ach, der mit seinem Aussie, ne? Nee. Auch ein Grund. Achso. Da. Da, Muffin, vor deiner Nase. Hey, Goldie. Hä? Lass ihn nicht. Wer bist du denn? Oh, hallo. Muffin! Darf ein kleines Stück? Ja. Gerne, ja, mal kein Problem. Fein. Ja, da unten ist noch eine drin. Ja. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Muffin, komm. Kaki, Kaki. Hier. Vivi, komm, das ist Matsch, ja, komm.
Muffin. So wie du ausfließt. Du gehört ein Retriever. Guck mal, ihre Schnauze. Ja, meine ich ja. Gott. Warum muss ein Doktor nachher? Was soll der Doktor denn sagen? Guck mich mal an. Komm mal her. Komm mal hier. Guck mal hier. Wie siehst du aus? Hier, wie siehst du aus? Warte, mach nochmal. Ah. Hier habe ich gerade gewaschen, jetzt muss ich die wieder waschen. Oh. Vielleicht soll ich mir so eine OP-Schuhe überziehen. Ja, aber gestern waren die Socken zu dick und heute habe ich es vergessen. Immer ist irgendwas. Irgendwas ist immer. Was ist gut, ich bin ja nicht im Doktor. Irgendwelche anderen. Ich habe nasse Füße. Moin moin, Dienstag. Gleich 11:45. Wir fahren jetzt nach Volksdorf. Weiße Rose. Heißt die Straße? Und da sind viele Mann und da werde ich mir eine Brille aussuchen. Denn ich habe zwar diese Lesehilfen, ich hatte ja von Mr. Specs Brillen. Die Dioptrienzahl hat sich eh verändert, sagte die vom Medikum. Und hat mir eine neue Verordnung aufgeschrieben. Refraktionsvorschlag. Ganz grottenschlecht. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen, aber. Und dann habe ich gesagt, ich hatte bei den anderen Brillen eine Fern zum Gucken und eine Lesebrille. Aber da ich wirklich auf eine Lesebrille angewiesen bin und mit dieser Lesebrille überhaupt nicht gucken kann, habe ich gesagt, okay, ich probiere es mit so einer Gleitsichtbrille. Ich hatte damals mal eine Gleitsichtbrille und ich habe immer gedacht, ich falle in irgendwelche Löcher, ich muss über irgendwas rübersteigen. Da haben die dann gesagt, ja, das ist Gewohnheitssache, aber ich, naja. Das Ende vom Lied waren hier diese Kaufbrillen, dass ich zumindest, wenn sie nicht gerade beschlagen sind, lesen kann. Ich weiß ja nicht, was für eine Brillenstärke das wird bei 4,5 so Cola-Flaschenformat oder so. In der Augen wie Kettwiesel. Wichtiges Kriterium ist, sie muss gut sitzen und leicht sein. Also ich möchte nicht so eine, meine Mutter hatte, früher waren das ja richtige Gläser, ne? Also richtig schwere Gläser. Und je schlimmer die Augen, desto schwerer waren wohl die Gläser. Und bei meiner Mutter war das richtig so eingedrückt. Wenn sie die Brille abgenommen hat, sah sie immer aus wie eine Eule ohne Brille. So kleine Augen und dann so eine Druckstellen. Also für die Ferne ist das einmal 2 und einmal 2,25. Und für Lesen ist das einmal 4, also plus 4 und plus
Das andere Auge plus 4,25. Und da ist der Zylinder minus 0,75. Und die Achse ist 170. Also wenn ich wollte, könnte ich euch quer in die Innentasche gucken. Ohne. Ich habe gerade gefragt, was für eine Ermessensgrundlage das ist, dass Wildschilder aufgestellt werden, diese springenden Hirsche. Ob dann meinetwegen 8 Leute einen Wildunfall hatten und dann sagen sie, jo, da kommt jetzt ein Schild hin, dass die anderen gewarnt sind. Sind ja auch nicht überall Kuhschilder, ne? Nur da, wo die Kühe dann von der Weide in den Stall getrieben werden und umgekehrt. Heute ist es regnerisch in Hamburg. So nieselig. So typisches Hamburger Wetter, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch immer noch ziemlich viel Laub an den Bäumen. Ja, aber noch nicht kalt. Nee. Hast du gesehen, ne? Der eine Tag, der Frost war. Ja. Die Blätter denn. Papi, Mami, hört. Hier kommt gleich eine Kneipe, ne? Da habe ich auf YouTube geguckt. Ich gucke ja immer so, ne, Morddeutschland und so. Auf der rechten Seite ist die. Und da war eine, die war da im Sparclub und so. Und dann war die verschwunden. Die wurde ermordet. War die nicht schon? Ach, das war schon die Kneipe? Das ist nicht die? Ja, die Westlandkneipe. Ja. Ach, die war schon. Die ist bei unserem Haus und Hof gestartet. Ja, bei Stut. Bei unserem Haus und Hof bestattet. Ja, habe ich nämlich mal geguckt. Und zwar war das irgendwie, die war abends irgendwie los hier. Die wohnte Magdeheiler Straße. Und da ist sie zum Sparclub. Und ihre beiden Kinder sind, glaube ich, morgens zu ihrer Oma in Pyjama. Die sollten ja eigentlich zur Schule. Und da war die Mutter verschwunden. Und nachher, hieß das denn, die ist ermordet worden. Und der Kirschner aus Rahlstedt, der ist ja auch jeden vollen Begriff, ne? Der Kirschner von Rahlstedt. Ja, der hat sie in Säurefässer gelegt. Heißes Pflaster hier. Rahlstedt ist ja auch groß. Und das hier ist ja schon, bei der Kneipe ist ja schon mein Dorf. Ist ja nicht Rahlstedt. Naja, aber jetzt nicht so direkt. Meindorf ist ein Stadtteil und Rahlstedt ist ein Stadtteil. Und Volksdorf ist ein Stadtteil und sowas. Jetzt fährst du ja doch den Kringel hier, Mann, ne? Wieso? Oder letztens hast du doch gesagt, du fährst den Kreisel nicht. Da sind wir gerade ausgefahren. Ja, ich hab mich auch anders gefahren. Oh, ne. Hier wohnt doch gleich, hat doch Onkel Dieter gewohnt, war das nicht? Hier saß in der Straße. Am 8. November Laterneumzug von der SPD. Um 18.30 Uhr. War das nicht hier auch mit diesem Irrsinn, ne? Ja. Dieser reale Irrsinn, diese Inseln. Weiß ich, neun verkehrsberuhigte Inseln auf 200 Meter. Hier ist der Volksdorfer Wald. Aber hier sind auch Blätter. Ach, hier ist auch der Klettergarten wieder, ja. I know, I know. In 300 Metern biegen Sie rechts ab. So. Erstmal einen Parkplatz suchen hier. Wir mussten ein Stück weiter weg parken. Ist ja nicht schlimm. Dann zu Fehmarn rein. Ja, haben Sie mal eine Stunde oder was war das, ne? Ja, oder anderthalb Stunden wieder. Naja, wie durch Volksdorf geschlendert.
Bei Thalia habe ich mir ein Buch gekauft, Schweden, Südschweden. Naja, und dann sind wir so einkaufen gegangen. Ich habe mir noch einen Kaffeebecher geholt von Greengate. Zen hat so ein Spaghetti-Gewürz gekauft in dem Laden. Da waren wir bei Butni. Da habe ich Nivea Eau de Toilette getestet für Männer und Frauen. Und habe meinen Reiseführer liegen lassen auf dem Klopapier. So, ne, denn das wussten wir aber bis dahin noch nicht. Eine Brille aussuchen. Sie fragte dann, ob ich selber gucken will, mitgucken will. Ich sage, nö, suchen Sie mal was aus. Ich sage, Hauptsache leicht. So gut das eben halt geht mit dieser Klotzstärke da. Und ich sage, bunt so. Also, ne, kann ruhig. Ja. Dann hatte sie dann, ich weiß nicht, 5 oder 6 Brillen. Eine hatte ich aufgesetzt. Und die zweite habe ich gleich genommen. So. Violett. So ein Violettton. So null Zuzahlung. Ja. Da ich ja Hornhautverkrümmung habe hier. Mit Entspiegeln und die, du, das. Denn mit so einer Versicherung 185 Euro. Am 14. ist es fertig, ne? Oder am 18. Ich kriege aber eine E-Mail. Und dann sind wir jedenfalls bei Fielmann raus. Wir hatten geguckt. Vorher hatten die 1,5 Stunden da rumgammeln. Hatten wir nichts gefunden und dann haben wir in der hintersten Ecke war ein Blockhaus. Da sind wir da rein und ich hatte 2 Medaillons, Pilzrahmsoße und Kartoffelgratin. Man, eigentlich, ich habe mir noch einen kleinen Rompen Brot dazu bestellt. Das Fleisch war bitter. Ich habe wohl 37 Mal gekaut. Das musste ich dann in die Serviette spucken. Egal. Jedenfalls habe ich in der Zeit, wie das Essen noch nicht da war, das Schwedenbuch nun gesucht, den ADAC-Reiseführer. Nirgends. Und ich dann überlegt, wo. Ich sage, in dem Laden, wo wir die Kaffeetasse und diese Pasta-Gewürz geholt haben vielleicht. Nee, da nicht. Und dann fiel mir das Siedenhals ein, Butni, dass das auf dem Klopapier lag. Und es wurde wirklich abgegeben an der Kasse. Ja, das war unsere Volksdorf-Story. Da hatte sie mir da so eine Zurück-in-die-Zukunft-Brille da zurechtgebastelt, so ein Okularmonster. Da hat sie es festgemacht, meine Ohren standen dann so ab. Oh, ich konnte so gut gucken. Ich sag, die nehme ich mit, bis ich meine habe. Ja, und dann hatte sie dann mit Edding rumgemalt. Also nicht auf meinen Augen, sondern auf den Brillengläsern. Und jetzt tun sie mal so, als wenn sie morgens aufstehen und recken sich und bewegen mal den Kopf. Und dann das Ganze dann dreimal. Sie hat dann immer so einen Strich unter der Pupille gemacht für diesen Leseteil unten. So sieht das Wetter um 15 Uhr aus. Ekelhaft! Durchdringen! Durchgehen! Ja. Richtig Ja, genau, bis auf die Knochen so. Richtig schönes Couchwetter! Und mit Frostschokolade. Oh, ich hab doch kleine Kügelchen geholt. Ja. Ansonsten backst du Kuchen. Du bist da, hast du ein Stück hast du davon gegessen? Nee, und das, was sie da noch gelassen haben, aber der Pudding. Die haben da vor oben weggegessen, ja. Gegessen, ne? Ein Stück von 3 so ein Stück den Pudding. Endlich Vanillepudding. Ui. Obacht. Baumschnitt arbeiten. Ja. Schnitti.
Das ist der Kabelbinder, wollten wir holen. Es läuft alles nicht. Kiste. Ah, hier ist wieder das Rondell, ne? Genau, das kann man jetzt ein bisschen feiern. Mhm. Das ist Bellwetter. 1,18 Diesel. Ja. Letztens war 1,24 schon. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. I'm dancing in the rain, just dancing in the rain. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ein und eins und zwei und drei und vier. Und jetzt los. Ein Hut, ein Stock, ein himmelblauer Unterrock und eins und zwei und drei. Ja. Du sollst hier nicht Private Paula machen. So, guck mal, warte, ich zeig's nochmal. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Und vorwärts, rückwärts, seitwärts, ein, eins, zwei, und drei und vier. So geht das. Aha. Ein Jeep, eine Kiste, vier und drei. Ein Jeep, ein was, eine Kiste Bier. Keine Ahnung. Mappe die. Na, Klaus Hofti. Was wollen wir stricken? 7 Tage lang. Was wollen wir stricken? So eine Wollust. Bleib den ganzen Abend stricken. 17 Uhr liegst du. Oder ui, wer ist das dann? Das ist Nelly. Ach, Schnelli Nelly. Ach so, sie hat eine Jacke an. Mit Hub. So, weißt du? Ja. Mal gucken, wie lange hat das jetzt gedauert? 3 Monate, ne? Vielleicht bleibt das ja dann so. Und bei der nächsten Untersuchung sagen sie vielleicht dann, dass die Entzündung da im Magen zurück ist und so. Was dich so lange gequält hat, weißt du? Ja. Ja. Nimm sie was raus, ja. Was denn? Ja, irgendwas, ja eben. Ja, guck mal, bei Pitt haben sie doch damals auch Bandscheibe und so. Also waren sie auch nicht auf die Hauptschlagadern gekommen, die Arterien. Ne, Bille? Doktern sie dann so lange rum, um nur irgendwas zu machen, ist egal was. Verbinden Sie mich mit jemandem? Ja, mit wem denn? Ja, ist egal, mit irgendjemandem. Wer ist das? Ohne Gummistiefel wär's hier nichts mehr. Da habe ich jetzt Lammfelleinlagen drin.
Na, mal Appetit. Kleine Schnullerbacke. Achso, wir waren ja gestern beim Tierarzt und dann hatte ich gefragt, wegen den Leckaugen mit Muffin. Ja, man könnte ihm Augentropfen geben, das ist, im Alter werden die Augen trockener und das ist halt so. Okay, dann nehme ich so milde Feuchttücher und wische ihr das immer weg. Ich will nicht, dass sie so eine schwarzen Superschlapsaugen hat. Na, so gut das geht eben halt dann. Er hat da was zwischen den Zähnen. Ja, ja. Das war nicht diese Zähne. Komm her. Nicht? Er kann das selber sehen, wenn er es zu lange genug macht. Also. Manchmal ist es aber ziemlich fest, so ein Holzstück. Ja, ja. Ich muss jetzt, ja, wie oft habe ich dran? Diese Woche schon zweimal ihn rausoperiert. Ja. Jetzt willst du doch auch was Leckeres, ne? Guck mal, er hat den Wahnsinn im Blick. Ja, gut, hinten war der andere. So, wir sind von der Gassi-Runde zurück. Ich bekomme gleich einen Kaffee. Wir haben hier unseren Ofen an. Und diese Duftkerze, die habe ich hier jetzt seit ein paar Tagen draußen. Das ist von... Nein, nicht Yankee Candle, von Goose Creek. Und zwar ist das, kann ich jetzt nicht lesen, die riecht wie Jahrmarktbude, so Zuckerstand. Hier dieser Raum hier ist so, als wenn ein Jahrmarkt ist. Hätte man auch einfach nur aufs Bild gucken müssen. Unten steht ganz klein Black Cat. Also, wenn jemand so Zuckerwattestand mag, so Bonschestand von der Kirmes oder so, so riecht Black Cat von Goose Creek. Die Tiere stapeln sich da vor der Tür, weil es regnet. Den Hunden stört es, die stört das eigentlich nicht, aber hier, Lilly, Lilly, na, ist nass, ne? So, da dampft mein Kaffee, neben mir dampft der Heizpilz, draußen regnet es. Und wir machen das uns gleich auf der Couch gemütlich. Ich mit meinem Strickzeug. Und Svenny nimmt die Fernbedienung. Na, Odin? Mein Süßi? Ja, ich hab mein Flauschmausch. Mm, ja, fein. So, Prost Kaffee. Ja, das war's. Haare sind etwas nass geworden bei der Gassi-Runde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Nachmittag. Macht man ja gar nicht denken, dass es erst, ich weiß nicht, 4:30 ist. Handgefiltert, es gibt nichts über handgefiltert. Weder Nespresso noch Senseo noch Dolce Gusto kommen mit handgefiltertem Kaffee mit. Für mich jedenfalls. Genießt den Tag.